Willkommen zurück zu einer weiteren tollen Folge Guild Wars 2 Ender Dragon. Und wir müssen jetzt noch mit jemandem reden. Mit Hu. Wir brauchen den Zugangscode. Und der befindet sich. Wo befindet er sich? Dann fliegen wir da mal hin, ne, würde ich sagen. Junla Yade sammelt Bewerbungen für eine kommende. Ja, das tut es. Xunlayade. Ich bin gar nicht hoch. Seid gegrüßt, Civilis. Ich bin übrigens wieder happy, dass die Bäume wieder Farbe haben. Gestern habe ich noch ein bisschen mit meinem Kumpel gespielt. Habe noch ein bisschen ein paar Beherrschungspunkte gesammelt. Ne? Also, ich habe hier jetzt wieder ein paar mehr. Da waren die ganze Zeit die Bäume bei mir schwarz. Mal sehen, was für Grafikfehler wir heute haben. Oh, hier irgendwo muss der sein. Da. Möchtet ihr traditionelle Gerichte aus dem Echo-Wald probieren? Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe da ein Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen, es zu lösen. Schön, ich habe mich um den explosiven Funken gekümmert. Habt ihr den Zugangscode für mich? Haben wir das? Also wahrscheinlich hier nebenan, ne? Hier ist ja so eine Herausforderung. Danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Wenigstens für eine Weile. Ich traue mich kaum, heute noch irgendwas anzufassen, aber hier habt ihr euren Zugangscode. Hab Dank. Beides erledigt. Sonst noch was, Yao? Jetzt solltet ihr einfach hineinspazieren können. Falls euch jemand daran hindern will, sagt ihnen einfach, dass Hu euch das erlaubt hat. Der Haupteingang ist gegenüber vom Hauptquartier des Ministeriums auf der anderen Seite des Kanals. Kaum zu verfehlen. Bald könnt ihr frei von der Leber weg über jeden herziehen. Oh, ja? Mai? Tut mir leid, wenn ich irgendwas getan habe, das... Ihr seid großartig als Technikon. Und ihr habt euch alles selbst beigebracht, oder? Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ihr das hingekriegt habt. Ja, das bin ich. Wenn June irgendwas in mir sah, dann hält sie vermutlich sehr viel von euch. Sie kann es nur nicht gut ausdrücken. Entschuldigung entgegengenommen. Ich wollte nur freundlich daran erinnern, dass dies immer noch eine offene Frequenz ist. Ich weiß! Ach, mein Timey, ich muss mal ein bisschen hier schneller mal hinbekommen, dass wir da nicht immer jeder mit hört. So, Instanz, Leute, und zwar wo? Gute Frage. Da. Ah, da sind wir ja gerade sehr dicht dran. So, irgendwo hier, ne? Oder müssen wir runter? Ich glaube, wir müssen runter, oder? Nee. Oder? Hier? Ach, wir müssen runter. Oder? Oder nicht? Also ich sehe zumindest nicht den Eingang. Ja doch. Fliegen wir runter. Hier? Da unten. Ah. Oder? Ja, hier. Ja, hier haben wir es. Alles klar. Zukunft in die Erde fortsetzt? Natürlich machen wir das. Diese Einrichtung ist abgeriegelt. Ich muss euch bitten zu... Warum ist die denn hier? Warum sollte ich nicht hier sein?
Ich nahm einfach an, ihr wärt beschäftigt, mit eurer Bande von wilden Himmelspiraten rumzustolzieren. Wow, das hat sich aber rasch rumgesprochen. Man nennt so etwas Holo-Nachrichten. Können mit Lichtgeschwindigkeit reisen. In Ordnung. Seht mal, wir sind sogar mit Erlaubnis hier. Ingenieur Hu hat bereits Bescheid gegeben. Ist dem so? Na dann. Wir werden euch gut im Auge behalten, da könnt ihr sicher sein. Willkommen im Junlai-Kraftwerk. Na schön, sehen wir uns mal um. Vergesst nicht, wir suchen nicht nur nach Sabotage. Ich dachte, das sei genau das, wonach wir suchen. Der Kommandeur hat recht. Was auch immer mit Yaos Bots am Dock passiert ist, Sabotage war das nicht. Ich glaube, es könnte etwas mit Detektiv Rama und seinem großen, dämlichen Hut zu tun haben. Hört ihr das, Rama? Ich habe euren Hut gerade des Hochverrats angeklagt. Was habt ihr dazu zu sagen? Es hat funktioniert, Kommandeur. Ich freue mich, sagen zu dürfen, dass ich unser Kommunikatornetzwerk offiziell verschlüsselt habe. Der nächste Punkt auf meiner Liste lautet, die Reichweite unseres Signals bis aufs Tyrianische Festland ausweiten. Freut mich zu hören. Wisst ihr denn wirklich, warum sich die Jade-Technologie gegen jeden wendet? Oder habt ihr bloß den Kommunikator getestet? Nur Theorien. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ihre Energiequelle. Wir gehen mal zum Kontrollraum und sehen, was wir da finden. Oh, ich kann mir gut vorstellen, dass Timmy das eigentlich gar nicht richtig verschlüsselt hat und irgendwie Rama noch mit zuhört und nur gerade nicht geantwortet hat und das am Ende dann noch rauskommt. Das wäre so lustig. Schön den Hut beleidigt und dann gedacht, er würde es nicht hören. Ja, wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um. Wir haben noch ein Genmitglied irgendwie. Das sieht so aus, als würde der in meiner Instanz sein. Aber das ist er nicht. Das ist ganz merkwürdig. Gut, was müssen wir machen? Geht in den Kontrollraum. Sind wir doch schon, oder nicht? Ah, ne, da. Das Sternchen ist. Sollte man vielleicht hingehen. Müssen wir da rauf? Kontrollraum hier? Oder wie gehen wir in den Kontrollraum? Oder ist das gar nicht der Kontrollraum? Ist das hier so drin? Ah, nee, das ist vielleicht hier hinter. Hier? Wie kommen wir in diesen Raum rein? Auch tauchen? Ja, das ist die Frage. Wie kommen wir da? Achso, da oben. Ah. Okay, vielleicht kommen wir doch da rein, wenn wir da nach oben gehen. Das sieht danach aus. Vielleicht hier durch die Tür? Wow. Ich gucke mich jetzt hier auch genau um, weil ich ja in den letzten Instanzen oder ein paar Instanzen vergessen habe, Leute anzureden oder Sachen zu machen. Also ich habe da Sachen übersehen und das möchte ich jetzt gerne verhindern, aber kann halt passieren, dass ich mal ein paar kleinere Sachen übersehe. Trotzdem werde ich jetzt mal ein bisschen mehr darauf achten, dass ich so gut wie möglich alles mitnehme. Da hat der Tür geflackert, ich habe es gesehen. Aber mit denen kann ich ja nicht reden, ne? Irgendwas Lustiges oder so. Oh. Die Wahrheit über Jade. Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Jade. Der besonders wertgeschätzte und... wertgeschätzte, das Jade zieht... Jadeit? Jadeit. Auch Kaiserjade genannt, wurde früher nur in Form von transparenten bis milchigen, kompakten kryptokristallinen Linsen, Adern oder Knollen aus natürlichen Quellen gefunden. Nach Shiros Takashis Attentat auf den Kaiser Angsyan setzte der Jadewind eine Energiewelle frei,
die einen großen Teil der umgebenden organischen Materie in Jade verwandelte und die Wälder und Strukturen von Echowald versteinerte. Dieses Ereignis endete den Handel mit Jadid. Schlagartig, von sorgfältigem Umgang mit einem seltenen, geradezu geheiligten Material zu einem höchst lukrativen Geschäft, denn Jadid erwies sich als ideal für diverse Arkane und praktische Anwendungen. Das weiß jeder in Kanzer. Was uns die Geschichte jedoch nicht lehrt, ist die Tatsache, dass Madame Yun und Xudlai Jade den Markt für ihre eigenen Zwecke manipuliert haben und ihre sogenannten Jade-Detektor zu benutzen, um alle mit parapsychologischer Jade-Energie zu kontrollieren. Sie machen uns süchtig nach ihrer... Der Rest des Absatzes wird von einer Notiz verdeckt, die da lautet: Lasst euch bloß nicht von Aufseherin Park erwischen, wenn ihr so einen subversiven Mist liest. Ja, man weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das wirklich Mist ist oder ob das stimmt. Oh, haben wir unten vielleicht auch noch was übersehen? Vielleicht irgendwie so ein Buch oder so? Aber ich gehe mal nicht davon aus, ne? Nicht dann raus. Weil es kam nämlich beim Doc, die erste Mission hier, also die erste Instanz bei hier in Neu-Kaneng, da gab es nämlich auch überall irgendwie so Bücher, die man lesen konnte. Habe ich natürlich komplett übersehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber war gut. Wir haben, glaube ich, nichts verpasst. Haben wir einen Aufzug? Ich glaube, den müssen wir nehmen, ne? Oder? Ach nee, den müssen wir nicht nehmen. Der fährt runter nach da unten. Da können wir die Abkürzung nehmen. Nee, ich glaube, das müssen wir nicht machen. Denn da sind wir gekommen, ne? Aber hier unten können wir auch noch lang. Ja, komm wieder nach unten. Ach, wow. Wow, man könnte auch einfach hier lang gehen. Aber wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir dieses eine Ding verpasst. Also, okay. Ja, ich suche hier nur gründlich ab, Leute, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ja, wir sollen irgendwie zuhören. Das Junlai-Verteilernetzwerk. Jade kommt vom Osten rein, wird aufgeladen und endet dann hier. Wo wird sie aufgeladen? Wenn es etwas mit der Energiequelle zu tun hat, sollten wir dort mit der Suche beginnen. June ist schrecklich vorsichtig wegen dieses Schritts. Kommt ständig mit urheberrechtlich geschützter Junlai-Technologie daher. Sehr unbefriedigend. Trotzdem, wenn das nächste Glied in der Kette ist, könnte hier etwas Nützliches sein. Seht euch um. Da muss es doch eine Art Scanner geben, mit dem das Personal Energiewerte ausliest. Ja, da gibt es noch irgendwas anderes, wo ich Informationen, Buch oder sowas oder irgendwie lesen kann oder so. Aber wahrscheinlich nicht. Hab einen gefunden. Sieht aus, als wäre er auf die Jade-Batterien eingestimmt. Ja, die nutzen wir zur Qualitätskontrolle. Sollten uns alle Werte liefern, die wir brauchen. Okay. Ingenieur Knows. Persönliche Aufzeichnungen. 13. Also 13. Tag. Es Mikan, mein Implantat spinnt mal wieder. Das scheint in diesem Jahr viel öfter vorzukommen. Aber ich erkenne kein Muster. Nuna hat vorgeschlagen, ich sollte darüber Tagebuch führen. 14. Tag des Mikan. Das klingt jetzt verrückt. Aber ich glaube, mein Implantat reagiert auf die Energieschwankungen,
Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Was hat denn mein Implantat mit dem Energienetz zu tun? Ich muss dazu mehr Daten sammeln. 15. Tag des Mikan. Ich konnte bestätigen, dass meine Implantate nicht mehr richtig funktionieren. Mein Implantat nicht mehr richtig funktioniert. Wenn wir im Netz einen deutlichen Stromabfall haben. Es kann da eine Verbindung geben, und zwar im Zusammenhang mit der Jade-Technologie. Allgemein. Warum lädt sich da allein? Aber der Text ist doch super winzig. Allgemein. Das ist die einzige mögliche Erklärung. Tag 16 des... oder 16. Tag des... Nemai. Mein Vorgesetzter wollte nichts davon hören. Er meinte, meine persönlichen Probleme hätten doch mit dem Unternehmen nichts zu tun. Oder mit der Jade-Technologie. Er nannte mich einen Lügner und hat mir mit dem Rauschmiss gedroht. Ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden soll. Okay. Sollen wir jetzt hier eigentlich machen? Verwende den Scanner, um Messwerte für eine Gruppe von Jade-Batterien zu erhalten. Sollen wir hier scannen? Ich weiß nicht. Da draußen ist der Stern, okay. Dann muss ich hier wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl runter. Praktisch, dass wir hier einen Fahrstuhl haben. So, hier. Jade-Batterien oder irgendwas. Jetzt kommen Werte rein. Wir werden ein paar unterschiedliche Sets brauchen, ehe ich irgendwelche Tests laufen lassen kann. Die Energiezellenstruktur, wie die Energie verwaltet wird bei der Alchemie, das ist überwältigend brillant. Allerdings, das ist sie. Klein ist nicht erlaubt und ich soll zwei Jade-Energiezellen scannen, ohne das Wasser zu berühren. Also egal, ob der Scanner verstaut ist, Gleiten ist nicht erlaubt, okay. Und findet alle substantive Botschaften und Notizen der Jade. Kraftwerk, okay. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht auch nicht. Da ist noch hier so ein Techniker, mit dem wir reden können. Vielleicht finden wir hier alle Botschaften, vielleicht auch nicht, aber das ist auch egal. Kann das ja immer noch mal wiederholen und damit markern. Die Marker sind ja jetzt offiziell auch draußen. Warte, ich höre mal den hier. Tut mir leid, ich bin gerade ganz im Gedanken. Dieses Problem stellt mich vor einem Rätsel. Moment, wer seid ihr eigentlich? Ich bin hier, um diese Batterie da drüben zu untersuchen. Das dürfte nicht leicht werden, solange die Jade-Schlitten nicht funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die verflixten Dinger reparieren soll. Verstehe. Mir wird schon was einfallen. Okay, ich scanne aber erstmal die Batterie hier. Also, das ist keine Batterie. Das meine ich mit Wasser, ne? Das ist fucking Frogger, ne? Okay, das ist einfach nur ein Energiescanner, den ich hier aufheben kann. Nochmal so nebenbei, falls ich den verloren habe. Ich dachte, das müsste ich scannen oder so, aber nee, muss ich nicht. Okay, dann müssen wir da wohl rüberjumpen. Ich darf nicht gleiten, aber das Problem ist halt eben, wenn der Gleitschirm sich automatisch öffnet, wenn ich dann da reinjumpe, dann... Okay. Klappt.
Ja, wenn ich nämlich nur ein bisschen zu lange die Leertaste gedrückt halte oder aber zweimal hintereinander aus Versehen drücke, dann öffnet sich nämlich der Gleitschirm und dann habe ich verkackt bei dem Achievement hier. Oh wow, das muss ich mitten in der Fahrt dann wahrscheinlich benutzen, ne? Rüberjumpen. Das wird gefährlich. Wow! Krasser Shit! In Ordnung, alles kommt laut und... Naja, nicht laut, aber definitiv deutlich an. Wartet, was? Was ist... Ich kann nicht... Moment mal, ich muss das überprüfen. Ich muss... Wartet mal. Timmy, wir stehen alle hier und warten. Tut mir leid, ihr müsst mir noch einen Scan bringen. Nur damit ich mir sicher sein kann. Sicher sein kann, worüber? Ich kann's euch nicht sagen, bevor ich's nicht sicher weiß. Meine Hypothese ist absolut verrückt. Es ist durchaus möglich, dass ich mich irre. Ach ja? Nein, sicher nicht. Wir holen euch den Scan. So bald wie möglich. Ja, wahrscheinlich ein dritter Scan muss ich da nicht noch. Oder? Oh. Ja? Ist June wohl hier? Ich muss ihr etwas sagen. Oh, also eigentlich hat sie gerade sehr viel zu tun. Ich könnte ihr etwas ausrichten. Nein, ist schon gut. Danke. Ich glaube, man braucht nur zwei, ne? Nicht irgendwie, da gibt es nicht noch ein Achievement, wo man irgendwie drei braucht oder sowas. Hoffentlich nicht, weil ich habe das nämlich jetzt gerade extra verkackt. So, ich hole mir mal den Scanner. So, zack. Es ist noch hier irgendwie mit, ja, finde hier noch ein paar Notizen und so, aber... Zumindest habe ich das eine Achievement geschafft. Das Frogger-Achievement. Vielleicht ist ja hier unten noch irgendwie was. Was ich nicht gesehen habe an Notizen, aber... Das würde ja irgendwie eine gelbe Schrift hier aufploppen. Nee, ist nicht. Nicht da hinten bei dem Wartungsingenieur oder sowas noch. Im Boot. Was ich nicht gesehen habe. Oder? Tatsächlich nicht. Sowas werde ich mit Wasser in Berührung kommen. Ja, macht ja nichts. Und ich mir da oben dann halt das Teil. So, dann wollen wir mal hier drin ein wenig scannen. In Ordnung. Ich glaube, das Tagebuch haben wir schon, ne? Das hier wird vermutlich etwas länger dauern. Timmy, die Energie ist gerade ausgefallen. Scans sind angehalten, bis wir sie wieder hochfahren können. Kraftausschlag. Habe in letzter Zeit eine Menge davon gesehen. Ihr müsst die Verteilerkästen suchen und sie manuell zurücksetzen. Das ist nicht schwer. Wir werden einfach... Jadefunken! Wenigstens sind diesmal keine Mechs in der Nähe, von denen sie Besitz ergreifen könnten. Ah nein, Jadefunken. Ja, zu töten, steigt! Wow. Ja, wenn ich hier die ganze Zeit Dauernahkampf mache, dann ist es natürlich logisch, dass ich dann jemanden hinfalle. Wie soll man das auch alleine nicht schaffen? Wie soll man es alleine schaffen, das zu überleben, wenn man die ganze Zeit von 1 Milliarde Punkten angegriffen wird? Wir heilen wie ein Wesen. Mai, ihr wolltet vorhin mit June sprechen? War nicht so wichtig. Lasst mich raten. Ihr wollt ihr sagen, dass es euch leid tut, dass ihr alles vermasselt habt. Und dass ihr alles tun wollt, um es wieder gut zu machen. Ah ja. Detektivin Delacroix's berühmte Schlussfolgerung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich es bei June wieder gut machen kann. Sie verzeiht nicht so leicht. Oh, haben wir das hier schon? Ah ja. Schon. Thank you.
Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Hier ist auch so, das ist noch ein Scanner, okay. Dann müssen wir noch einmal hier nach unten. Da, Papier. Dann haben wir es. Nee, haben wir nicht. Nee, wir haben noch nicht alle gefunden. Hier sind noch Jadefunken. Lust zu töten steigt. Ja, kein Problem, wenn ein paar Mitarbeiter sterben. Das macht nichts. Du sollst mit dieser fucking Erde von überleben. Im Nahkampf. Ein bisschen Hilfe? Hierher! Ich fühle mich verwundbar. Und ja, ich kann natürlich in den Fernkampf switchen, das ist ziemlich leicht, ne? Ich muss einfach nur hier wupp und dann bin ich im Fernkampf, aber was ist, wenn ich jetzt eine Klasse spiele, die nur Nahkampf machen kann? Oder ich nur Nahkampf auf dabei habe? Das muss auch irgendwie so gehen. Diese Fehlfunktion der Jade-Tech. Ich muss sagen, das ist eigentlich nicht Ankas Stil. Anka hat Stil? Naja. Scarlett hat viele inspiriert. Auch mich. Ich weiß, ihr haltet eine sie für... Eine verdammte Mörderin? Ein wenig exzentrisch. Aber sie hat sich Mordremos entgegengestellt auf die einzige Weise, die sie kannte. So fing es jedenfalls an. Demokratisierung durch Chaos. Das war Scarletts Stil. Und jetzt ist es Ankas. Ja, zumindest haben wir hier noch einen Zettel, das lese ich mal kurz vor, dann würde ich hier drin aber auch einen Cut machen. Wichtig, Tour Flugblatt. Liebe Kollegen, warum stellt eigentlich Sun Layade einen Bürokraten nach dem anderen ein, um Posten auf der mittleren Führungsebene zu besetzen, wenn es doch absolut kompetente Arbeiter gibt, die schon seit Jahren auch für die Firma tätig sind, aber bei Beförderungen immer wieder übergangen werden? Warum weist Madame June immer wieder Außenseiter eine Schlüsselrolle zu, aber nicht diesen harten arbeitenden Leuten? Was geschieht mit den Unternehmen, das uns früher so am Herzen lag? Wenn ihr darauf und auf andere Fragen Antworten haben wollt, dann kommt zur Versammlung um. Der Rest des Flugplatzes wurde unordentlich abgerissen. Okay. Ja, ich würde sagen, hier endet erstmal unsere schöne Folge im Kraftwerk und wir machen weiter beim nächsten Mal und schauen, was dann passiert. Irgendwas scheint ja mit Sun Layade nicht so ganz zu stimmen, aber wir wollen hier nur die Welt retten. Das reicht uns schon. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.